Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Wir kümmern uns heute wieder um ein paar Nebenquests. Viele sind nicht mehr offen, wir gucken sie uns alle nochmal einzeln an und wir haben Stärke eines Super Saiyajin Gottes. Gar nicht, das sind wir gar nicht, ne? Puh, ich dachte schon. Wieso haben wir das hier gemacht? Pff, wir sind doch hier. Naja gut, dann sind wir ein bisschen vorangeschritten. Aber nicht schlecht. Wir haben uns gut geschlagen, Leute. Wenn wir noch ein bisschen gewartet, wäre es vielleicht noch besser gewesen. Aber naja. Ich würde sagen, heute machen wir was ganz anderes. Wir nehmen mal den Gogeta in vierfacher Form. Wir nehmen den mit und den. Einfach nur mal, um mit jemand anderem gespielt zu haben. Sonst wird es auch ein bisschen langweilig. Ich finde tatsächlich das Design vom Super Saiyan 4 am besten von allen Super Saiyans. Nett. Damit kann man leben. Wenn ich mit dem gegen diese Trunks Mission, mit dem gegen diese Trunks Mission spielen könnte, das wäre richtig fett. Gib mir überhaupt keine Chance. Ah, ich hab mich getroffen. Die helfen also quasi Buu dabei, die Gegner zu besiegen, ja? Who is the fool who wants to die? I will end this in an instant. Der einfach mal so gut reinkracht. Ich kann ihn gar nicht treffen. Das zeckt. What the pain? Hey! Looks like you're having fun. Let me in on it. Don't think this is the end. Ah, läuft doch. Na komm. Ich würde es geil finden, wenn man so sein Kampfstil ändern könnte, ne? Von den Moves her. Aber wir haben halt die Moves eines Super Saiyans bekommen. Ich hätte aber gerne die Moves von dem vierfachen Super Saiyan. Good. Not bad. It's getting exciting. Wow. Bam. You really are strong. I can't believe there are fighters like you out there. I'm going to get really serious now. Here I go. This okay. Is Super Saiyan 3. Solange nicht in die Vierfache geht, sonst nicht. Hat er krass viel Leben? Ich glaub schon, ne? Ne, er hat nicht krass viel Leben. Aber er ist weg. Immer hinterher fliegen, immer kaputt machen den Typen. Aber seine KI-Regeneration ist nicht so groß. Nein. Danke fürs Blocken, Jux. Danke fürs Blocken. Ja komm, jetzt schlacken wir mal lieber zusammen. Den kleinen Spinner. Ich hab kaum noch Ausdauer. Nein. Ich weiß, das Warp-Kabel hier macht irgendwie keinen Schaden und trifft auch nicht. Ich versteh's nicht.
Everyone, look over here! It's Gotenks! So this is the power of fusion. It sure is a lot of energy. Sorry, but I'll be taking over as the hero for now. Ich würde mir echt irgendwie mehr Anpassungswünsche wünschen. Oder Anpassungsdinger. Wie zum Beispiel, wenn ich fliege, dass ich die Farbe ändern kann davon. Das wäre cool. Das haben sie alles noch nicht eingebaut. Naja, ist ja auch. Es ist ja auch so, dass sie sich jedes Mal verbessern. Von Spiel zu Spiel machen sie mal etwas Besseres. Das war auch schon damals so. Bei PlayStation 2 Zeiten haben sie jährlich ein Spiel von Dragon Ball rausgehauen. Und jedes Mal wurden es mehr Fighter, es wurden mehr Arenen, es wurden mehr Möglichkeiten. Und vielleicht haben wir auch bald so die Möglichkeit, dass sie hier so weiterentwickeln, dass es wirklich irgendwann so spielbar ist, dass du perfekt aussuchen kannst, was du willst. Dass du auch vierfach einen Super Saiyan machen kannst und so weiter und so fort. Und was zum Teufel? Well, I guess I'll fight you for practice. Prepare yourself! Was ist? Okay. I'll fight for real next time. Wird jetzt auch unsterblich? Tatsächlich. Oh, er ist auf jeden Fall richtig stark geworden. Frag mich mal, ob man ihn noch so spielen kann, das wäre doch was. Ich hab keine Ausdauer mehr, achso. Alter, komm her, Satan. Hä? Okay. Es wird. Erstmal schön rausgehauen, den Typen. Ich mag das auch nicht, dass hier diese Wände überall sind, ganz ehrlich. Dann sollen sie lieber kleine runde Welten vielleicht machen. Das wäre auch. Das wäre halt nicht realistisch genug, ne? Aber keine Ahnung, dass man irgendwie Felsen hinpackt oder irgendwas. Dass man weiß, dass da nichts ist, aber so eine unsichtbare Mauer. Du fliegst halt gegen beim Ausweichen und dann ist vorbei. Aber an sich hat sich das Spiel auf jeden Fall schon sehr weiterentwickelt, muss man schon sagen. Okay, in die Luft treten ist übrigens mein Hobby. Was war das? Kam da gerade Konfetti raus? Buff Kamehameha. Jetzt brauchen wir mehr KI dafür. Verstehe ich nicht. Nice. S. Mischkapsel L und Unschuldskugel. Was ist denn eine Unschuldskugel? Ich habe keine Ahnung. Okay. Mann, ich will das Kamehameha von Son Goku lernen. Gucken wir erstmal weiter, was gibt's denn dann noch für schöne Quests. Als nächstes kommt Fangen mit Gotenks. Besiege Gotenks. Oh, gut, den haben wir jetzt schon 50 Mal besiegt, ne? Ich meine, ist jetzt nicht so der Hammer. Aber wir nehmen mal wieder mich, ne? So, wir nehmen mit... ja, lass mal Cell und Freezer mitnehmen, oder? This would be a good time to test the power of my perfect form. As a special favor to you. Ich glaube, wir müssen ihm die ganze Zeit hinterher. Dun, 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 dun. Here's Gotenks! Ich glaube, wir müssen ihn mehrmals besiegen. Wow. Wahoo! What?
Okay, es gibt nur diese zwei. Ich glaube, wir müssen ihn suchen, ne? Könnte ja mal so ein bisschen listig werden. Zellspielarena. Da lag was. Das könnte eine sehr, sehr nervige Quest werden. Aha, okay, die ist wirklich zerstört. Offenes Feld. Ach komm. Alter, nicht dein Ernst, oder? Nicht dein Ernst. Willst du noch mehr Eingänge? Ah, gehen wir hier hin. Gott, ist das nervig. Alter Schwede. Komm, gucken wir erstmal hier nach. Meine Nerven. Meine Nerven. Was Nerviges hätten die sich nicht aussuchen können, oder was? Jetzt gehen wir durch die Gegend und versuchen ihn zu fangen. Wen nervt das noch? Ich hoffe, alle. Ihr müsst jetzt mit mir leiden und ihm hinterherfliegen. Das Ding ist einfach, man kann ihn einmal bis zweimal hitten und dann fliegt er einfach weg. Wo könnte er denn hin sein? Das Einzige, was man hier wirklich verkacken kann, ist, dass man die Zeit verliert, gegen die Zeit verliert. Und das ist eins der wohl nervigsten Quests, die ich jemals hier spielen konnte. Ach Gott. Wir haben auch keine Pfeile, ne? Nein. Jetzt können wir wenigstens kämpfen. Und nicht irgendwie wie mit der fliegen. Oh Gott! Der Donut. Wieso meine Jungs sich aufgehalten haben, weiß ich nicht. Ah, super, das wollte ich gar nicht. Vielleicht packe ich den Super Sentinel wieder rein. Hat mir gefallen, dass es alles so wenig gekostet hat. Au! Was soll denn das? Okay, machen wir es nochmal. Ja! Jetzt bist du bis Todes, Kleider! Niemand ist kaputt! Final.
it up. Oh, was passiert jetzt? Ah, Gotenks. That's what happens when you're fooling around. Cell. We have to fight again. Well, well. Has the little Saiyan's daddy's boy finally toughened up? You'll find out soon, because you are my next target. Und hier gibt's eigentlich auch Gohan nur in der Mystikform, ne? Wobei er war doch super. Er hat sich schon mehrmals in Super Saiyan verwandelt, ne? Eigentlich schon. Aber die meisten Dinge davon kann man gar nicht spielen, wie zum Beispiel Son Goku als Super Saiyan. This is getting dangerous. Ja, jetzt packe ich die übelsten Moves aus, Freunde. Ja, steht nur hinten nur rum und guckt zu, ihr Idioten. Ja, verdammt, er hat mich ausgestoßen. Oh, hat geschafft. Hab's geschafft. Ich hatte zwar keine Ausdauer, ich hab's einfach riskiert. Ich hab nur so YOLO. So. Wahrscheinlich wieder nur einen Scheiß bekommen, ne? Nice! You're even better than I thought you'd be. Juhu, yeah! Regenschlitter, Mischkapsel, Seelenmischgerät. Okay. Superangriff, Höllenansturm. Werde ich mir später alle mal angucken, die wir gerade bekommen haben. Da haben wir Cyborg. Habe ich den schon auf meiner Liste? Ja, habe ich schon. Wenn man sie einmal anspricht, dann sind sie auf der Liste. Dann könnte man quasi mit denen später trainieren. Ja, aber Son Goku verbessert sich irgendwie nicht, ne? Wobei ich verwende auch seine Fähigkeit nicht. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber das müsste ich jetzt mal machen. Gucken wir erstmal nach der nächsten Aufgabe. Die kriegen wir doch hin. Eine kriegen wir doch hin, Freunde. Eine kriegen wir doch hin. Und zwar Majin Bankett. Besiege 3 Majin Buu. Haben wir schon mal gemacht. Gut, das war die Mission, die da unten ist. Mit dem Albtraum von Freezer. Aber trotzdem haben wir es schon mal geschafft. Wieso sollten wir es dann nicht also nochmal schaffen? Und ich würde sagen, ja komm, nehmen wir diesmal okay. Gohan, ne? Let's get going. Psst, do you want my elite photo book? Nehmen wir mal die alle mit. I will show you my power. Kann ja nicht schaden. Majin Bankett. Oh, diese Moves von ihm. Also sie kommen zum Glück nicht alle auf einmal. Das ist ganz gut. Was haben wir da überhaupt? Potenzial freisetzen. Ah. Das machen wir doch gleich. So, okay. Everyone looks weak. That's why I'll beat all of you. Okay, wir müssen jetzt erst den ersten hier fertig machen. Oh, jetzt kommt sie alle auf einmal. Scheiße. Jetzt kommt sie alle auf einmal. Don't tell me. You come to fight Boo. Okay, ich hab alles verloren. Es ist ja gut, Bu. Ich weiß, ich habe keine Ausdauer. Ich muss mehr Ausdauer machen, man hat uns länger dauert, das ist echt geil. Die anderen halten sich schon hin. Not bad. Grown exponential. Unbelievable.
I'm going to kill. That hurts a little. Na komm. Oh Gott. Oh, hätte ich jetzt bloß diese Ausweichfähigkeit. Alter, wer ist das die ganze Zeit hinter mir? Kleiner scheiß Kid-Bu. Oh Gott, das war knapp. Oder war das Mira? Ich glaube, das war Mira. Ah, hier auf meiner Seite, alles kaputt. Los. Ah, da ist der kleine Kid-Bu dazwischen gegangen. Ich muss doch ehrlich sagen, das Design von Super Buu gefällt mir sehr gut. Das Design von Kid Buu ist jetzt nicht so der Hit. Ja, sie sehen sich natürlich sehr ähnlich, klar. Und Kid Buu sieht auch ein bisschen gefährlicher aus. Aber im Großen und Ganzen finde ich das Design von Super Buu besser. Shit. Aha. Ja, da nicht getroffen. Oh nein. Das wird langsam knapp, ne? Ah, brauche ich nicht den Scheiß. Gib mir bestimmt eine bessere Wertung, ne? Wie, oh, was? Well, my. Getting a bit cocky there, huh? Schon wieder du. Willst du dich jetzt in den Super Saiyan verwandeln oder warum stirbst du nicht? That's not entirely true. Why you? Stop it already! You really want me to get serious with you? I'm sorry! Boo hate you! Don't tease Hercule! Ich kann gar nicht sterben, oder was? Doch, jetzt ist er nicht tot. Can you give me the spotlight? Just... Spotlight? Don't know what spotlight is, but Boo will do all the daydreams! Hercule, you okay? What's the candy? I'm fine! But I'll leave the rest of you! Yeah, awesome! The best! Honey! Okay, ich habe ihn zwar gerade getötet, aber ihm geht's anscheinend gut. Aber ist ja nur der dicke Bruder, der wieder aufgestanden ist. Der ist ja gar kein Problem, ne? Wo hat der denn geguckt? Hat er gedacht, der hast mich geschlagen? Hast du dich gedacht, du hast mich geschlagen? Am Arsch! Ich hasse diesen Move von ihm, ne? Oh, da haben wir viele Fähigkeiten bekommen. Hohohoho. You're even better than I thought you'd be. Wir haben Unschuldskanone, hatten wir die nicht schon? Kranker Blitz, wütender Treffer. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Dragon Ball Xenoverse. Wir haben noch ein paar Sidequests übrig, dann gehen wir zu den DLCs und gucken mal, was da so abgeht. Die Frage ist nur, bis wann gehen wir? Und versuchen noch so weit zu gehen, wie wir können, oder was? Das hier ist ja noch die Bildsaga, ne? Das hier glaube ich auch. Das auch. Oh, wir müssen noch zweimal Dragon Balls holen. Oh.
Aber wir müssen ja nicht bis hierhin gehen, ne? Theoretisch. Und ab hier geht dann schon GT los. Naja, ich bin mal gespannt, wie das hier alles aussieht. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.